dass der PC jetzt nicht so übermäßig viel gekostet hat. Also ich fand eigentlich schon ziemlich billig für den, boah, meine Nase, für den Preis. Da muss ich echt sagen, da finde ich ein Schnäppchen gemacht. So, System. Windows-Leistungsindex habe ich von 7,5. Als Prozessor habe ich ein AMD FXTM 8350 8-Core Prozessor mit 4 GHz. Ja, ich wollte unbedingt einen Octa-Core haben, ich weiß nicht, ich brauchte das. Arbeitsspeicher habe ich 16 GB. Ja, 64-Bit Betriebssystem, genau. Und so weiter und so fort. So. Dann der Leistungsindex sagt mir, halt 7,5 ist die Gesamtwertung. Das liegt einfach daran, dass meine Festplatte eine Wertung von 7,5 hat. Es geht wohl irgendwie von 1,0 bis 7,9. 7,9 ist das Beste. Und meine CPU hat, meine CPU hat 7,7 gekriegt, mein RAM 7,9. Hui! Und meine Grafikkarte, also sowohl als Desktop-Leistung als auch als für Spiele, hat jedes Mal 7,8 gekriegt. Und für den Preis fand ich das echt geil. So, dann guck ich mal hier beim Rennen. Jetzt komme ich endlich. Nein, ich glaube, es ist schon wieder ein Verteidigungsrennen, oder? Es ist locker wieder ein Verteidigungsrennen. Die Gegend ist kein Rennen mehr offen. Kann doch nicht sein, ey. Was soll denn der Piss? Aber ja. Und der bremst sich ja die ganze Zeit aus, der Penner. Da sage ich nur noch 184 gekriegt, sonst hätte ich wahrscheinlich auch mindestens 211. Ich wäre wahrscheinlich nicht erster damit gewesen, aber trotzdem. Aber warum haben wir den ganzen verkackten Verteidigungsrennen? Das hat mich, glaube ich, auch bei der Aufnahme richtig aufgeregt. Ach Mensch, so ist der mehr, hä? So, wir holen uns langsam den ersten von der Geschwindigkeit her. Oder auch nicht. Manche, wie schnell er sich überschlägt, ist echt krank, ja? Liegt das daran, dass ich den flach gemacht habe? Könnte sein. Könnte sein, aber weiß ich nicht. Boah, Alter, ich habe gerade übel Probleme zu schlucken, weil ich wieder übel die trockene Gusche habe. Ich lasse euch wieder mal kurz beim Rennen gucken. Vielleicht gurgel ich eine Runde. Nee, das wird nicht mehr, das mache ich lieber nicht. Zweimal mit über 300 durch eine Mautstelle bisher. Das ist keine Mautstelle, durch eine Radarfalle. Damit ich bin doch der Hellblaue, ne? Ja, Mann, ich hab schon über 100 Vorsprung. Das ist doch mal schön zu sehen. So, und das finde ich jetzt nicht gut. Ich muss mal kurz Pause machen. Das Problem, was ich gerade andauernd habe, das Video stockt bei mir. Ich weiß nicht warum. Warum auf einmal nach knapp einer Stunde? Das wird jetzt natürlich bei euch weiterlaufen. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen vorspulen. Oder was auch immer, wenn ich dann habe ich halt, keine Ahnung, mal ein bisschen mehr rüberlabert oder was nicht alles. Muss ich nur jetzt bei den Videosequenzen aufpassen. So, mal sehen, ob es jetzt lädt. Jetzt scheint es zu laden. Oh, wir sind gerade runtergefallen bei irgendeinem Canyon. Vielleicht passt das jetzt gerade, vielleicht auch nicht. Ach, wir fahren gegen Angie, genau. Also es kann jetzt echt sein, dass ich völligen Mist labere. Weil das jetzt unter Umständen gar nicht mehr übereinstimmen könnte. Oh ja. Aber es ist echt doof, man kann die Gegner echt nicht runterschubsen. Ich glaube, das hatte ich aber schon erwähnt. Oh, wir haben Angie, wir haben Angie, wir haben Angie. Nein, wir haben sie nicht. Boah, das war aber fies. Das war echt knappe Wurscht. Man kann die echt nicht runterschubsen. Ich meine, die können eigentlich so leicht zur Seite rammen, aber die bleiben immer auf ihrer Spur. Das hatte ich ja letztes Mal schon übel bei Wolf gemerkt. Also, ich glaube, die Aufnahme war noch mit normaler Tonspur. Und ja. Mal, Alter, meine Nase, die kotzt mich an, die am liebsten rausreißen. Aber er hat drauf geschissen. So, hier könnte ich auch mal. Genau, was ich überlegt hatte, ob ich mir nicht. Hatte ich mir schon mal erzählt, ob ich mir nicht eine Facebook-Seite anlege, aber ich
Bisher konnte ich mich eigentlich nie dazu durchringen, weil es mir eigentlich ziemlich egal ist. Ist jetzt halt nur, zum Beispiel würde ich heute reinschreiben, Need for Speed Carbon kommt morgen etwas später. Das wäre, na gut, wäre natürlich nicht schlecht, aber ich weiß es nicht. Ach ja, genau, das neue YouTube-Design. Das ist auch bei mir angekommen. Darüber kann ich mich auch aufregen. Mensch, es wird echt eine Aufnahme zum Aufregen. Juhu. Haha. nein. Und zwar, ja, gut und schön eigentlich. Mir sind die Designs eigentlich meistens egal gewesen bisher. Okay, ich glaube, das Rennen habe ich verloren. Ja, Neustart. Aber wenn ich jetzt mal auf meinen Kanal gucke und da mein... Oh, Entschuldigung. Mein Kanalbanner. Oder was auch immer, ne? Einfach das Bild, das ist. So eine Scheiße mit dem Bild. Ich meine, die sagen dir, du sollst. Warte mal, welche. Welche Auflösung soll man denn da nehmen? War das? Weiß ich gar nicht, welche man da nehmen soll. Auf jeden Fall eine recht hohe. Habe ich genommen. Hab da schön. Ach shit, und Minitest 1337. Also auch 1 Minitest 1337 irgendwie drauf geklatscht. Also erstmal nur so ganz lapidar so mal kurz drauf, um zu gucken halt, weil ich mir schon gedacht habe, das kann doch nicht stimmen mit der Auflösung. Vor allem, weil das Format nicht gestimmt hat. Und dann habe ich halt da, ja, lache nicht, ich bin vor dir, du Pussy. Ui, Gott sei Dank. Und dann ist jetzt halt so. Also ich habe erst so, ach shit, 1 Minitest 1337, hatte ich jetzt schon mehrmals erzählt. Und dann so drauf geklatscht und zack, man hat nur einen Ausschnitt gesehen. Das ist kacke einfach gewesen. Dann habe ich erstmal ewig rumprobieren müssen, dass ich die richtige Größe hatte, damit ich in dem Ausschnitt nur 8 shit 1 stehen habe. Sonst nichts. Und jetzt sehe ich das bei meinem Netbook, weil das eine andere Auflösung hat, sieht man das immer noch nicht ganz. Das ist doch zum Kotzen. Ach, das ist doch einfach ärgerlich. Das ist... doof und Müff. Und weißt du, und deshalb, ja, das fand ich irgendwie doof. Das ist das einzige Negative, ansonsten ist mir das Design eigentlich auch wieder egal. Weil ich bin nicht bei YouTube, weil ich das Design geil finde, sondern weil ich Videos produzieren will. Weil es mir Spaß macht und ja. Der Spaß daran liegt nicht darin, Bilder, also Banner zu machen und so. Also, ja, draufgeschissen und weiter geht's. Man, leider, eigentlich habe ich gerade keinen Bock mehr, das weiter nach zu synchronisieren, weil ich einfach jetzt gar nichts mehr zu labern habe und hier nur 2 Stunden rumsitze. Ich meine, wenn ich, das ist witzig, ich habe eigentlich mit dem Let's Play angefangen, hauptsächlich, weil mir langweilig war. Und das ist einfach so langweilig, einfach nur einen Film zu sehen, den zu kommentieren quasi. Irgendwie, weil wenn jetzt einem nichts mehr einfällt. Ich brauche halt immer mehr als eine Sache zu tun, sag ich mal. Das kommt wahrscheinlich die zweite Sache als Nasekratzen hinzu. Aber das ist einfach, naja, ist nicht so geil. Und jetzt hat mich Niki voll dagegen gebamst, die idiotische Pussy. Aber egal. Das ist halt einfach so und deshalb ist mir eigentlich auch ziemlich egal, wie mein Kanal aussieht. Ich meine, das sollte natürlich wie extrem scheiße aussehen. Aber es muss ja nicht so der mega prunkvollste Kanal ever sein oder so. Es reicht, wenn man sieht, wo die Videos sind und sie anklicken und angucken kann und fertig. Vielleicht fällt es mir irgendwann gut oder schlecht oder so. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Och Mann, Alter. Oh, die ganze Polizei, da werde ich müde bei. Ist doch doof. Das ist echt schade. Ich habe mich hier teilweise während der Aufnahme so schön aufgeregt, ne? Wie schnell hier immer auf Touren ist, wenn die noch so ist, ne? Ist voll geil. Na gut, einmal habe ich mich eben so schön aufgeregt, aber über die Verteidigungsrennen. Was ich in meinen Augen verständlich finde. Und andererseits noch, das werdet ihr sehen, es ist einfach, ja, zum aus der Haut fahren. Hatte ich sogar überlegt, ob ich da nicht cutte oder so, aber ich mache es, denke ich mal, nicht, nee. Vor allem, weil ich es jetzt gesagt habe, kann ich es nicht mehr machen, das würde auffallen. Oh ja. Ja, ich weiß, danke.
Ja, vielleicht, ich denke schon. Also, was der Kendall gerade gelabert hat, ich hoffe, ich habe jetzt nicht drüber gelabert. Ich hoffe, ich bin noch relativ synchron. Ich bin sowieso sowas von daneben. Also, darf ich jetzt erstmal nicht mehr aufs Spiel eingehen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich würde ja gerne noch irgendwas nebenbei machen, aber das Problem ist, wenn ich nebenbei noch was mache. Oh, ich habe ein Plümmes hier mit Kuh drauf eingeschaltet. Ah, Mann. Ah, verdammt. Schon wieder. Wenn ich nebenbei was mache, ist das Problem. Oh, ich kann mal gucken, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Also, Audacity aufnehme. Und dann hat sich die Sache. Es, naja. Das weiß ich nicht genau so. Es könnte sein, dass so ein paar Sekunden hinterher sind. Werde ich mal kurz hier das Video ein paar Sekunden anhalten. So. Jetzt könnte ich es hier übereinstimmen. So grob. Aber ich weiß nicht genau, es ist halt. Ja, gut. Also es wird jetzt wahrscheinlich ein paar Sekunden irgendwie asynchron gewesen sein oder ja. Von Synchronität. Synchronität, ich glaube, oder? Kann man hier jetzt auch nicht reden. Aber egal. Sehr schön. Ich entkomme der Polizei wohl langsam. Vor allem, ich hatte gerade extra die Stufe wieder runter gemacht. Auf eins bin ich leider nicht gekommen. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon entkommen. Aber ansonsten, ja. So. Vor allem diese Bullenstopper, die bringen da auch nichts. Ich meine, der war direkt hinter mir eigentlich. Hätte da voll reinkrachen müssen, aber nein, der überlebt. Quasi überlebt. Natürlich überleben in diesem Spiel alle. Ich meine, hier kann es ja keine Toten geben. Das Spiel ist 12. Und das ist sogar 6. Das weiß ich gar nicht. Aber ja, drauf geschissen. Es geht hier einfach mal weiter. Schwuppdiwuppdiwupp. Irgendwie fahre ich auch immer die gleiche. Na gut, ist echt klar, dass ich immer die gleiche Route fahre. Ich meine, ich bin halt immer in der gleichen Gegend. Und das ist nun mal hier die. Sorry. Bin halt noch echt müde. Oder wieder, oder ach, keine Ahnung. Oh, meine Nase, die machen mir so. Hab sich. Richtig fertig. Jetzt habe ich sogar mal die Bushaltestelle mitgenommen. Weil ich mich gerade gefreut, oh, alle weg und dann kommt vorne einer. Das ist das Schlimmste. Das ist dem schlimm, der. So, jetzt muss ich nur noch kommen. Los, entkommen. Ich muss entkommen. Ich weiß es, entkommen. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ah, was war das denn gerade? Boah, das hat richtig geschmerzt. Ich habe gerade irgendwie. Nein, mein Kiefer komisch bewegt. Auf einmal das übel gezogen. Kann ich gar nicht nachmachen. Nachbeschreiben. Nachbeschreiben, ey, was ist denn heute los mit mir? Ist ja wieder vollkommen durch den Wind. Das wohl eben daran liegt, dass ich recht früh aufgestanden bin. Ich kann es immer noch wieder ertonen. Ich meine, ich bin um die Uhrzeit aufgestanden, wo ich manchmal sonst einpenne. Achso. Tja. Es lädt gerade der Bildschirm. Es lädt der Bildschirm. Ach, mein Nickel, das ist doch mit allen Rechnungen auf dem Bezahlen war bescheuert. Guck mal, wie blöd die ist. Ja. So. Boom. Ich habe jetzt gerade echt wieder gar nichts zu erzählen. Der Upload von meiner Minecraft-Folge ist jetzt innerhalb von einer Stunde und 14 Minuten um 11% gestiegen. Ja. Da seht ihr mal, wie langsam mein Internet ist. Wie gesagt, 2000 Leitung im Dorf, auf dem Berg. Ach, da kriegst du echt nichts geschenkt. Wenigstens habe ich jetzt meinen anständigen PC, soweit ich das beurteilen kann. Ausprobiert habe ich, wie gesagt, noch nicht. Das werde ich nachher echt mal machen. Ich hätte echt Bock, Minecraft mit Shadern zu spielen. Sind echt schick, die Dinger. Und wie gesagt, ich werde noch ein bisschen rumprobieren, aber mit etwas Glück werden bald wieder Zeitraffer-Videos kommen. Also, falls ich zündende Ideen zum Bauen habe, natürlich. Was sitzt es mir, wenn ich die technischen Voraussetzungen hätte? Aber dann nicht. Da nichts bauen, sondern einfach nur ein Bild
Da, ach, ihr wisst schon, was ich meine, einfach. Das wäre doch bescheuert.